gleich bei Tough Weekend. Dämlichsten Diebe, die sollten Sie nicht verpassen. Gleich um 17 Uhr auf ProSieben. Hallo und herzlich willkommen bei Tough Weekend. Wir starten heute mit einem Thema, das uns diese Woche zum Staunen gebracht hat. Amerikas Reichste der Reichen werden immer reicher. Laut der aktuell erschienenen Forbes-Liste bringen sie es insgesamt auf ein Vermögen von 2.700 Milliarden Dollar. Das ist echt unfassbar, aber einer der Superreichen, der hat mal etwas zu viel ausgegeben und ist 600 Millionen Dollar ärmer als im letzten Jahr. Wer dieser Forbes-Loser ist, Sie werden überrascht sein. 89 Milliarden Dollar, das ist echt unvorstellbar. So, jetzt kommen wir zu einem Ort, an dem das echte Leben tobt und wo man auch ohne Millionen auf dem Konto richtig was erleben kann. Ab geht's auf die größte Bowlingbahn in NRW. Denn da werden nicht nur Kugeln geworfen, da wird getrunken, getanzt und geflirtet. Und wir waren eine Partynacht lang dabei. Jetzt geht's weiter nach Bella Italia. Obwohl, so Bella ist es gerade nicht in Italien. Das Land wird von einer Wirtschaftskrise gebeutelt, ist stark verschuldet und es herrscht hohe Jugendarbeitslosigkeit. Trotzdem gibt's natürlich auch in Italien junge Multimillionäre. Und diese Rich Kids, die protzen auch mal gern mit ihrem Lifestyle. Und das kommt nicht immer so gut an. Hollywood-Star und Comedian Jim Carrey lästert gerade ziemlich böse über seinen Filmpartner. Was da los ist, verraten wir Ihnen jetzt und wir zeigen, warum sogar viele der größten Liebespaare der Filmgeschichte hinter der Kamera so gar nicht miteinander konnten. Ja, irgendwie schräg, was da manchmal in Hollywood los ist. Und es bleibt skurril bei uns. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden von einer Cola-Flasche auf zwei Beinen bestohlen, so wie hier. Das ist tatsächlich in Kentucky passiert. Aber es gibt noch mehr bekloppte Tarntaktiken von Dieben. Und hier bei Tough Weekend geht's gleich mit diesen Themen weiter. So, und jetzt gibt's mit ein bisschen Glück wieder Megapreise zu gewinnen und 1000 Euro Cash obendrauf. Das Geld ist bereits am Montag auf dem Konto des Gewinners. Deswegen rufen Sie einfach an unter 01379 44 6000. Kennwort lautet Mega. Oder Sie schicken eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner gleich noch zurück und geben ihn auf unserer Teletext-Seite 765 bekannt. So, jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Glück und wir sehen uns gleich. Werbung. Ja, willkommen zurück bei Tough Weekend. Wenn sich zwei Menschen kennenlernen, dann läuft die Annäherung ja oft so ein bisschen zögerlich ab. Aber was passiert, wenn man direkt eine Nacht zusammen im Hotelzimmer verbringt mit einer Person, die man davor noch nie gesehen hat? Bei One Night in a Double Room läuft das genauso ab. Aber ob es funktioniert, schauen wir mal. So, und jetzt gibt's in unserem Mega-Gewinnspiel wieder Mega-Preise abzuräumen. Wir haben 4, eine Michael Kors-Handtasche und 1000 Euro Cash obendrauf. Das Geld ist bereits am Montag auf dem Konto des Gewinners. Also rufen Sie ganz schnell an unter 01379 44 6000. Kennwort lautet Mega. Oder Sie schicken eine SMS mit Mega an 3x4, 3x1. Und bleiben Sie schön erreichbar, denn wir rufen den Gewinner gleich noch zurück und geben ihn auf der Teletext-Seite 765 bekannt. Also ich drücke ganz fest die Daumen, viel Glück und bis gleich. Willkommen zurück bei Tough Weekend. Wir kommen jetzt zu einem verrückten Prozess, der weltweit für Schlagzeilen sorgt. Verhandelt wird Auto gegen Esel. Denn Esel Vitos sitzt auf der Anklagebank, weil er angeblich einen orangefarbenen McLaren mit einer Möhre verwechselt hat. Ja, das sollte er auf jeden Fall im Kopf behalten. Und jetzt zu einem spannenden Experiment in den USA. Dort haben sich 7 Freiwillige in einem der gefährlichsten Gefängnisse als Häftlinge ausgegeben. Sie haben 60 Tage unter realen Bedingungen mit den Inhaftierten zusammengelebt. Welche lebensbedrohlichen Szenen die Undercover-Häftlinge erlebt haben und welchen Zweck das ganze Experiment hat, das sehen Sie heute Abend bei 60 Days In um 22.30 Uhr auf ProSieben Max. Also unbedingt einschalten. Ich sage damit Tschüss. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes restliches Wochenende. Genießen Sie es und wir sehen uns Montag um 17 Uhr bei TAF. Also Tschüss.